der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, arr, es lässt mich durchdrehen. Ah, den liebe ich. Zwing mich nicht, dich hier zu lassen. Ja. So, ich versuch's nochmal. Das Boot kennt man ja schon aus der Intro-Sequenz, aber die habe ich nicht hier mit im Stream, weil die war vorher. Also auch nicht im ersten Stream. So, jetzt fangen wir aber weiter. Wir haben jetzt lang genug mit Gesprächen gelauscht. Ich muss überlegen, ob wir den Boden schätzen hier. Ja. So, ich würde aber erstmal gerne gucken, da muss ich wahrscheinlich hin. Aber das ist noch ein Turm, oder? Oder ein Gebäude. Hey. Ja, komm. Moment. Oder muss ich da sogar entlang? Ich glaube, da muss ich sogar hoch. Ich glaube, da muss ich sogar hochfahren. Um da rüber zu kommen. Na, hoffentlich ist dann noch ein bisschen fertig vom Gebäude. Wow, hey, hey! Nee, bin ich hier richtig? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob ich jetzt richtig bin. Doch. Das ist eigentlich stimmt. Nö. Hä? Hey. Toll. Es gibt ja diese Türme hier. Wegweis, also Shoreline hat anscheinend was gefunden. Langsam. Alles klar. Okay, haben wir halt einen kleinen Umweg gefunden. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau gesagt, ich dachte nicht hier entlang. So. Hier. Nee, kein Glück. Ich muss hier hoch. Hier könnte doch eigentlich auch ein Schatz sein, oder? Bei diesem Feld nicht so einfach. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Ich schau doch mal hoch auf den Feld. Bleib da! Bring mir was Schönes mit! Wenn ich was finde, kann ich da überhaupt hoch? Sieht nicht so aus. Schade. Ich hätte es gedacht, da kann man auf dem Felsen hochklettern. Dann sieht irgendwie so aus, als ob da oben was sein könnte. Naja, doch nicht. Hat Spaß gemacht. Ja. Wahnsinnig viel Spaß. So, was ist da ein roter Rauch? Ach, der Sand. Hier ist doch bestimmt ein Rauch. Scheiße. Weg. Ich hab die jetzt erst gar nicht gesehen. Hä? Okay. Das Lager kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich hätte es gedacht, das ist da, wo die Zugbrücke ist. Aber das ist es nicht. Das scheint ein Option. Was? Achso, ich hab die Scharfschützen gewettet. So, ich will eigentlich erstmal nur anvisieren. Den hier, ihn hier, da hinten war auch noch einer, oder? Nicht? Da oben ist noch einer. So, ich meine aber, dass es noch irgendwo einen gegeben hat. Wahrscheinlich auf der anderen Seite vom Gebäude. Sally eigentlich auch dabei? Sam ist dabei? Sally? Hey. Ach da, okay. Ja, sehr schlau. Ich will ins hohe Gras, verdammt. Hier ist noch einer. So. Heimlich wird es nichts werden. Heimlich wird das nichts werden. Glaube ich ganz schön. Okay, den hier kann ich ausschalten. Unter Umständen. Dann ist hier einer.
Hier sind drei Stück. Hier ist was so ein Sprengding. Das letzte Mal ja nicht funktioniert. Ich würde den gerne ins hohe Gras ziehen, aber es ist zu weit weg. Schau weg. Kommt da jemand? Nö. Das geht einfach. Läuft der nicht drin da? Da läuft ja gar nicht drin da. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, der läuft zu dem. Granaten sind immer gut, nehme ich mit. Ich will da rein. Wieder hoch. Den schnapp ich mir. Okay. Nein. Nicht von da. Deckung. Scheiße, du üben ist einer. Scheiße. Nein! Was machst du? Alter. Das war fast schief gegangen. Was mache ich? Sieht er mich? Nein. Der sieht mich nicht. Was hier? Nein, das ist nicht. Runter. Sally! Ernsthaft? Ich will da runter, verdammt! So. Nee. So. Wie sind es denn jetzt noch? Drei? Drei mindestens. Der sucht doch was, der eine, oder was macht denn der da? Macht der Fotos? Hä? Hey. Macht Fotos, oder? Die stehen ungünstig. Die stehen ziemlich ungünstig. Ja, genau. Komm, Rinder. Kommst du hoch? Nein. Oh, Sam, erschreck mich nicht so. Wie schalte ich die jetzt auf? Hier ist einer, hier sind zwei. Da war nur noch einer. Du kannst dich nicht vor mir verstecken! Wir sind sicher. Das ging ziemlich gut. Und hier habe ich einen Trigger. Ich habe bestimmt vorhin keinen Trigger gehabt, weil hier, das ist genau dasselbe Ding, um was in die Luft zu sprengen. Und hier geht's auf einmal. Ich bin mir ganz sicher, in dem Brunnen ist ein Schatz gewesen vorhin. Und ich konnte den nicht in die Luft sprengen wegen einem Bug oder so. Und hier ist bestimmt auch ein Schatz oder ein Hinweis. Ein Schatz. Antike Deed-Dose. Okay. Ich hätte eigentlich das Ding beim Brunnen, aber ich will es ja nochmal zurück. Aber das, da muss was gewesen sein, weil hier konnte ich es aktivieren. Und vorhin konnte ich es nicht aktivieren. Und das ist genau dasselbe Teil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vorhin nicht gehen sollte. Das war so eindeutig eigentlich, dass da in dem Brunnen irgendwas gewesen wäre. So, da fühlt man auf. Muss ich kurz überlegen, wo ich hin muss.
Das hier war, glaube ich, optional. Da hätte ich, glaube ich, gar nicht hergehen müssen, oder? Oder muss ich über die Brücke? Ne, ist ja keine Brücke. Moment. Überlegfahrt. Da war ich gerade drin, oder? Ja. Ist mein Auto überhaupt drin? Also ich glaube, ich bin hier sowieso falsch. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich muss da hin, da wo der Rauch ist. Oder Moment. Geht's da vorne nicht weiter? Nee, ich muss umkehren. Ich muss bestimmt zu dem Rauch. Ich bin ziemlich sicher. Hier sind wir. Ich bin auch Reifensporn, oder sind das meine eigenen? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass ich von da gekommen bin, weil ich wollte vorstellen, dass ich das gewesen bin. Und hier bin ich auch nicht durchgefahren. Ja, das ist schon richtig. Krass. Muss gehen. Seht euch das an, Leute. Was ist das? Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Hier vorne ist der riesengroße Turm oder Tempel. Da muss ich hoch und dann sehe ich die Stadt. Hier ist sie. Da hinten sieht man die, auch die Stadt. Heilige Scheiße. Von hier oben kann man bestimmt ganz Kings Bay überblicken. Kings Bay, genau. Hey, seh. Da ist die Stadt. Da ist das Flusstal. Da geht's als nächstes hin übrigens, nach Kings Bay. Oder zumindest geht's da bald hin. Da geht's nämlich weiter mit dem Sherman. So, mit Sully und Sam muss ich gleich reden, aber erstmal schaue ich, ob da oben nicht, ja, ein Schatz ist. Eine Münze, 2 Penny, oder? Schon ist es 2 Penny-Münze, ja. Den Schatz habe ich das letzte Mal auch gefunden. So, reden wir erstmal mit Sam. Sieh dir das nur an. Tolle Aussicht. Ich warte ständig, dass ich aufwache und in der Isolierzelle sitze oder so. Das ist alles wie ein Traum. Sam. Nein, nein, keine Schuldgefühle. Ich will nur, finden wir ihn einfach. Oh ja. Gut, und reden wir auch mit Sully. Also, wie geht's dir so? Ja, noch in einem Stück. Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Und dass du den Verleihtypen so eingewickelt hast. Kein Problem. Zum Teufel, ich hatte ja selbst einen halben Spaß dabei. Ich auch. So, und dann gehen wir mal in den Tempel. Wo ist der Tempel? Das ist weit, ich fahre noch ein bisschen mit dem Auto. Kommt mit, Freunde. Da fahren wir noch ein paar Meter. Ich weiß es nicht mehr, aber... Ich glaube, ich muss sogar fahren, dass durch diese Brücke die einspritzt, oder war die nicht? Die Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Fräulein Söldner zu sehen. Schwer zu sagen. Nein, Quatsch. Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um und dann weiter. Jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe, in der Zeitbrücke. Jetzt muss ich das vergessen, dass es hier auch noch kommt. Okay, der Tempel dauert auch. Zugbrücke? Mittelalterlich. Richtig. Ja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. So, bevor ich das mache, genieße ich mal die Aussicht. Da hinten sind Schiffe, oder? Sind das Schiffe? Oder sind das irgendwelche Felsen? Moment, ich probiere mal aus, ob ich das mit Scharfschützengewehr... Ich näher hinzoomen? Ja, das sind doch. Natürlich, das sind Schiffe auf jeden Fall. Und das da hinten auch. Okay, also die Schiffe haben jetzt nicht so eine tolle Auflösung. Ich weiß aber, die auch nicht so sehen können. Das sieht irgendwie seltsam aus. Sieht ein bisschen aus wie Bausteine. Ja, wie so Bausteine halt. Was das aussieht wie City Skylines mit diesen Straßen und so. Oder? Der fängt so aus wie so ein Städtebausimulator. Wie die Kirche,